Moin Moin, hello zusammen hier bei Contemporary Brass Music. So, heute wollte ich mal über den Wert von Musik ein bisschen schwadronieren. Und zwar habe ich da so ein Ritual, was ich mit Teenager-Schülern immer durchgehe. Ja, die sind meistens dann so 15, 16 und 17, interessieren sich für Musik, interessieren sich auch sehr für Musik. Aber denen ist halt auch nicht so richtig klar, was das überhaupt bedeutet, dass sie da die ganze Zeit für die meiste Musik eben nichts zahlen, sondern dass die halt einfach zur freien Verfügung steht. Was natürlich toll ist, man hat halt viele Möglichkeiten. Oder wir Musiker haben natürlich auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja. Jederzeit alle Musik der Welt abzurufen, ist natürlich klasse. Aber die ganze Sache hat natürlich auch einen Haken. Und zwar natürlich, was das Bewusstsein für den Wert von Musik angeht. Weil dadurch, dass sie natürlich immer und überall verfügbar ist, ist sie eigentlich auch nichts mehr wert. Und und über diese Frage diskutiere ich halt gerne mit Jugendlichen. Weil ich meine, das ist ja digitale Generation und die machen sich da ja zumindest in der Regel überhaupt keine Gedanken drüber. Ich erzähle dann immer, wie ich früher Musik gehört habe und teste mal, ob die sich da reinfühlen können. Und das funktioniert folgendermaßen. Wenn ich zum Beispiel als 16-, 17-Jähriger eine Platte bestellt habe, dann musste ich dann in der Pampa, weil ich komme vom Kaff, halt die Platte bestellen beim Radioshop, beim CD-Laden, wo auch immer, Internet gab es nicht. Und dann habe ich 3 Wochen oder 4 Wochen auf die Platte gewartet. Ich musste dann dahin fahren und die bestellen oder halt anrufen. Aber in der Regel ist man einfach hingefahren mit dem Bus. Das hat dann irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert, wie gesagt, wegen einer Platte. Erstmal wieder nach Hause gefahren, hat sich 3-4 Wochen auf die Platte gefreut, hat auch gar nicht Bescheid bekommen, wann die Platte angekommen ist, sondern man ist einfach wieder hingefahren und hat gefragt, ob sie denn schon da ist. Ja? Also ein riesen Tohuwabohu, bis man das Ding dann in den Händen hält. Und nach 3 Wochen ist man hingefahren und alles super und hat die Platte dann zu Hause dann eingelegt und hat sich das erste Mal angehört. Und man war enttäuscht. Und denkt sich, oh, irgendwie geht nicht so an mich, es ist irgendwie doch nicht so geil, wie ich dachte. Und ja, und in dieser Situation stelle ich dann meinen Schülern die Frage, was hättet ihr denn jetzt gemacht? So, und zu 90% bekomme ich immer eine Antwort. Und zwar, ja, ich habe mir eine neue Platte bestellt oder ich hätte eine andere Platte eingelegt. Ja. Aber alle die meine Generation sind, wissen natürlich, wie es jetzt weitergeht. Das hat man natürlich nicht gemacht. Denn diese Platte war ja arschteuer. Die hat ja Geld gekostet. Ja? In der Regel 30 Mark. So, wenn es ein Doppelalbum war, auch mal 35. Wenn es im Angebot war, irgendwie 20 oder auch mal 15. Aber in der Regel so 29,90. So. Und das war halt für einen Jugendlichen damals verflucht viel Kohle. So. Und diese Platte, man hat sich einfach nicht eingestanden, dass diese Platte jetzt scheiße sein soll. Sondern was hat man gemacht? Man hat sie nochmal gehört. Man hat sie nochmal gehört und nochmal gehört. Und siehe da, meistens sind dann die Platten, die man am Anfang nicht so toll findet, dann hinterher die Platten, die man besonders ins Herz geschlossen hat, weil man sich dadurch Musik erschließen musste, weil man dadurch die Komfortzone verlassen muss und man sich selbst gezwungen sah, etwas auszuprobieren, was man nicht kannte oder was vielleicht noch unbekanntes Land war. Und genau dabei hat man am meisten gelernt. Und hätte diese Platte jetzt nicht diese 29,90 Mark gekostet, 95, dann hätte man das vielleicht nicht gemacht, sondern man hätte dann vielleicht so gedacht, wie Jugendliche halt heute auch, ja wieso, kostet ja nichts. Gucke ich mir die nächste an, schaue ich mir die nächste an. Ja, ob das jetzt ein Film ist oder ein Buch, scheißegal. Und das ist halt das Hauptproblem. Das heißt, wenn etwas einen Wert hat und man hat für diesen Wert bereits bezahlt, dann ist man ganz anders dahinter, das auch verstehen zu wollen. Ja? Das sehe ich so ein bisschen heutzutage als Hauptproblem, dass man sich halt immer nur mit den Sachen beschäftigt, die halt genehm sind, die halt gefällig sind. Und ansonsten, wie es so schön heißt, ja, kann man einfach skippen. So. Und ja, das ist halt Käse. So. Weil dann entwickelt man sich nicht weiter und das sind heute so meine Gedanken zu dem Thema Wertmusik. Ich bin hier am Rhein. Ist irgendwie ganz nett hier heute Morgen. Naja, jetzt habe ich auch genug gelabert. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.